Hallo Leute, Apple hat die Beta 5 von WatchOS 5, iOS 12 und macOS Mojave veröffentlicht und mit der Beta 5 sind die sichtbaren Veränderungen hier schon so geringfügig, also es gibt nicht mehr so viel zu zeigen, sodass ich das Ganze hier für euch in einem Video schön kompakt zusammengefasst habe. Was ihr aber über diese Updates wissen müsst, was es alles dazu zu sagen gibt, das zeige ich euch jetzt. Fangen wir mit iOS 12 an, da gibt es noch eine Handvoll sichtbare Veränderungen. Die erste Veränderung findet sich im Bereich Batterie in den Einstellungen. Hier bei Batteriezustand ist die Bezeichnung Beta verschwunden, die ist jetzt nicht mehr da, also der Batteriezustand befindet sich jetzt nicht mehr in der Beta-Phase, ist jetzt offiziell fertig. Die nächste Neuerung betrifft den HomePod, da ist eine Info im Code von iOS 12 Beta 5 aufgetaucht, wo Unterstützung für Telefonate auf dem HomePod hinzugefügt wurden. Nämlich nicht so wie jetzt, dass ihr Telefonate auf dem iPhone annimmt und dann an den HomePod weiterleitet, also rüberstreamt, sondern dass der HomePod hier wirklich selbstständig arbeitet, selbstständig Anrufe tätigen kann. Das ging jetzt eben bisher noch nicht. Dazu braucht aber der HomePod zuerst noch ein Update. Nämlich mit der finalen Version von iOS 12 wird wahrscheinlich auch ein Update für den HomePod erscheinen und da wird es vielleicht auch ein paar andere neue Funktionen für den HomePod geben. Dann noch eine Info zu den AirPods. Da ist ja diese Animation, wenn ihr die AirPods aufklappt, dass sie sich dann so eben drehen. Und es ist eine zweite Animation in iOS 12 hinterlegt worden, die das neue Ladecase zeigt. Und auch die neue Bezeichnung der AirPods, also diese AirPods hier werden AirPods 1.1 genannt, die mit dem neuen Ladecase 1.2, das heißt leicht überarbeitete AirPods sind vielleicht auch damit verbunden oder nur das neue Ladecase, das weiß man noch nicht. Aber es ist wahrscheinlich, dass mit der finalen Version von iOS 12 hier vielleicht auch endlich das neue Ladecase veröffentlicht wird und auch die neue AirPower Ladematte, die damals mit dem iPhone 10 vorgestellt wurde. Also da wird es höchste Zeit, dass das endlich mal auf den Markt kommt. In Apple Music hat sich bei der Suche etwas verbessert, eine sehr sinnvolle Verbesserung, und zwar kann jetzt nach Liedtexten gesucht werden. Also ein paar Wörter aus einem Liedtext einfach eingeben und dann kommt auch das entsprechende Lied dazu. Eine kleine sichtbare Veränderung gibt es auch in der Fotos-App. Bei den ganzen Medienarten und auch bei den anderen Alben sind jetzt so Icons dazugekommen. Zuvor stand hier einfach nur der Text, sieht auf jeden Fall jetzt mit diesen Icons wesentlich netter aus. Bildschirmzeit, die neue Funktion in iOS 12, wurde mit der Beta 5 deaktiviert, man muss sie also neu aktivieren, bekommt dann eben diesen neuen Begrüßungsscreen hier angezeigt, wahrscheinlich wurde es nur deswegen deaktiviert, dass man das mal sieht, so wird es dann nämlich in der finalen Version wahrscheinlich auch erscheinen, dann muss man noch eine Frage hier beantworten und dann aktiviert sich eben erst Bildschirmzeit und da beginnen jetzt die Statistiken neu zu zählen, aber ich habe, um ehrlich zu sein, noch nicht erwartet, dass die Statistiken aus der Beta-Phase in die finale Version hier übergehen werden, aber im Prinzip schaut hier die Bildschirmzeitfunktion genauso aus wie unter der Beta 4. Im Code von iOS 12 Beta 5 ist noch eine weitere Sache aufgetaucht, nämlich die Unterstützung für eine eSIM, genau gesagt eine Dual-SIM-Funktion. Es wird vermutet, dass die nächsten iPhones, also die neuen 2018 iPhones, eine eSIM eingebaut haben, zusätzlich zur normalen SIM-Karte. Und ein paar Designanpassungen gibt es noch. Das Hintergrundbild, wo zuvor kritisiert wurde, dass das ein bisschen zu blass wirkt, hat jetzt etwas mehr Sättigung und Kontrast dazu bekommen, aber wirklich nur sehr fein. Aber ich finde, man merkt es eben ganz leicht. Auch so systemweit, zum Beispiel bei 3D Touch, wurde hier die Darstellung etwas optimiert. Also man sieht es etwas deutlicher, es hebt sich besser vom Hintergrund hervor. Auch so wurden allgemein Kontraste verbessert, vor allem hier zum Beispiel die Buttons vom Control Center. Auch Texte wurden optimiert, sind etwas größer geworden an manchen Stellen, haben eine bessere Schattierung, also ebenso feine Designanpassungen wurden hier noch ausgeführt. Ja, soweit war es das zu iOS 12 Beta 5, da gab es noch einige sichtbare Veränderungen. Genau umgekehrt sieht es bei WatchOS 5 Beta 5 aus, denn da gibt es tatsächlich keine sichtbaren Veränderungen. Weder ich konnte hier was finden, noch konnte ich im Internet irgendwelche Infos zu Neuerungen hier finden, also sichtbare Veränderungen. Im Changelog sind sehr viele Fehler gelistet, die hier behoben wurden, es sind noch einige bekannt. Also wo Apple einfach weiß, ja, da ist ein Fehler, das werden wir mit der nächsten oder übernächsten Beta hier noch beheben. Aber so gibt es jetzt eigentlich gefühlt keinen Unterschied zu Beta 4. Vielleicht läuft das Ganze ein bisschen stabiler, vielleicht werden das manche merken auf einer Series 2 oder Series 1, aber so im Allgemeinen fühlt es sich wie die Beta 4 an und hier wurden vor allem Fehler behoben, Stabilität im Hintergrund wurde verbessert, also es wird einfach weiter Richtung finale Version hier gearbeitet. Und zu guter Letzt kommen wir noch zur Beta 5 von macOS Mojave. Und da gibt es glücklicherweise eine etwas größere sichtbare Veränderung, die ich euch jetzt mal zeigen möchte. Und zwar eine Sache, die mich immer aufgeregt hat, so auch bei iOS. Es wurden immer Hintergrundbilder entfernt, wenn neu hinzugefügt wurden. Und jetzt ist es mal ein bisschen umgekehrt. Wir haben hier endlich einmal neben den dynamischen Hintergrundbildern, die hier
vor allem Solar Gradients, was unter der Beta 4 hinzugefügt wurde, wo das Ganze so einen Himmel darstellen soll, wo man dann noch den Sonnenaufgang hier ein bisschen so simuliert bekommt. Und eben dem klassischen wüstendynamischen Hintergrundbild sind jetzt hier viele neue, normale Standards, also so fixe Bilder dazugekommen. Das kennen wir zum Beispiel von iOS. Diese zwei vor allem, die sind grundsätzlich neu dazugekommen und ich glaube, diese Bilder hier sind von neuen MacBooks, die irgendwann mal vorgestellt wurden. Ich glaube, das ist von den neueren iMacs, also quasi die Bilder, mit denen diese Geräte, als sie erschienen sind, beworben wurden. Die sind ganz neu, passend wahrscheinlich zum Dark Mode, zum dunklen Erscheinungsbild hier mit einem komplett schwarzen Hintergrund. Das kennen wir schon von den 2016er MacBook Pros. Ich glaube, das sind die Bilder von den 2018er MacBook Pros. Und dazwischen sind dann mehrere, die wir eh schon kennen. Und was ja auch immer typisch ist, ist, dass es mehrere Bilder dem Thema entsprechend gibt. Wir kennen hier noch El Capitan, Sierra, High Sierra und entsprechend gibt es jetzt für Mojave auch neue Bilder. Und das sind mehrere, nicht nur ein oder zwei, die schauen folgendermaßen aus. Wir sehen hier vor allem, dass die Bilder sowohl für das dunkle Erscheinungsbild passend sind, als auch für das helle. Und das hier zum Beispiel gefällt mir persönlich sehr gut, weil das so eine schöne Mischung darstellt. Und neben diesen neuen gibt es natürlich auch noch diese Standardbilder Mojave bei Nacht und Mojave bei Tag und eben entsprechend das dynamische Hintergrundbild dazu. Ja, also viele neue Hintergrundbilder, es wurden auch keine entfernt, das freut mich sehr. Unter iOS 12 ist das noch nicht der Fall, aber vielleicht kommt da mit den nächsten Betas oder mit der finalen Version irgendwas Neues dazu. Bezüglich Performance und Stabilität habe ich das Gefühl, dass sich das unter der Beta 5 noch ein klein wenig verbessert hat. Ich glaube, ich traue mich das jetzt mal auf meinem Hauptarbeitsgerät zu installieren, auf meinem MacBook Pro Late 2016. Falls es Probleme geben sollte, kann ich sowieso wieder zurück auf macOS High Sierra, aber ich denke, ich werde es jetzt mal probieren. Ich habe so das Gefühl, dass da keine allzu großen Probleme mehr auftreten sollten. Ja, und soweit war es das dann auch schon zu Beta 5 von iOS 12, WatchOS 5 und macOS Mojave. Wie ihr seht, je weiter wir in der Beta-Phase voranschreiten, desto weniger werden die sichtbaren Veränderungen, desto mehr beschränkt sich das Ganze auf Stabilität und Fehlerbehebung und solche Dinge, die einfach im Hintergrund ablaufen und desto mehr nähern wir uns eben der finalen Version. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt in die Kommentare und ich antworte euch natürlich gerne drauf. Und wenn ihr an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, mich aber noch nicht abonniert habt, dann klickt auf Abonnieren. Ihr könnt mir auch sehr gerne auf Facebook und Instagram folgen. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.